Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm. Das Aufstehen verschönen, in den Tag hineinleuchten, heißen die Devisen dieses Frühprogramms. Heute Morgen. Noten und Notizen zum Tage. Heute Morgen im Studio Gisela Marx und Reinhard Münchenhagen. Und Pep à la Mittagsmagazin. Um diese Zeit ungefähr wollen wir Ihnen dann jeden Tag die Platte des Tages vorstellen. Das heißt, eine Platte, die in einer Stadt in Westdeutschland am besten verkauft worden ist. Herman's Hermits und No Milk Today. 57 Sekunden. Und ich wollte unbedingt noch was dazu sagen. Ich wollte sagen, dass die München sich an ein neues Zitat gewöhnen müssen. Auf der Alm keine Milch. Besonderer Akzent, Verkehrshinweise. Ich gebe dir die Zeit. Und daran schließt sich der wohl kürzeste Verkehrshinweis an. Der Zustand auf sämtlichen Autobahnstrecken des Bundesgebietes und nach Berlin ist normal. Um den aktuellen Stand zu kriegen, bin ich verbunden mit Polizeihauptmeister Voss. Guten Morgen, Herr Voss. Guten Morgen. Herr Voss, das sah in der Meldung ziemlich böse aus. Wie sieht's im Augenblick aus? Zurzeit ist der Verkehr noch an der Unfallstelle sehr stark behindert. Er kann nur einspurig dran vorbeifließen. Der Verkehrsstau zieht sich bereits über die Ausfahrt Bottrop hinaus. Boah, ist das spannend, seine erste Sendung zu machen. Übrigens, Studiogäste werden künftig mit Obst begrüßt. Dann habe ich hier eine Meldung, nach der das zweite der Frieden mit Israel sei, um den es geht. Und das dritte, man könnte fast sagen, auch der Frieden oder Krieg mit Jordanien. Stimmt das? Herr Bock, meine Missstimmung war eben zu unrecht. Ich habe die 13 gar nicht auf die Liste geschrieben. Ja, wir kommen gleich drauf. Stand aber eindeutig. Ich lege jetzt auf, bleiben Sie bitte dran. Ich lege jetzt auf, nicht? Danke. Okay. So macht die Zeit. Ja, 7.13 Uhr in einer halben Minute, 13 Minuten nach 7 und das nächste Gespräch geht nach Beirut. Ja, und unser Gesprächspartner dort in Beirut ist Peter Schödel, den ich herzlich begrüße. Guten Morgen, Herr Schödel. Und nun erkundigen wir uns wieder bei unserem Verkehrspiloten, wie die Lage draußen ist auf Straßen und Autobahnen. Ja, eine Ankündigung. In Düsseldorf werden heute und morgen auf der Südbrücke Teerarbeiten durchgeführt. Deshalb steht wechselweise nur ein Fahrstreifen in Richtung Düsseldorf zur Verfügung. Wann ist der abgelaufen? 15? Ja, 20. 45?8 Uhr und 2 Minuten nach 8. Ja, und eine Ehrenpflicht wären wir beinahe nicht mehr losgeworden. Unseren Studiogast Helga Elsner, die Ministerialdirektorin aus dem Bundesgesundheitsministerium, noch mit unserem heute Morgen Apfel zu verabschieden. Frau Elsner, hier ist der Apfel. Nehmen Sie ihn bedenkenlos oder ein bisschen mit Schneewittchengefühlen? Nein, gar nicht mit Schneewittchengefühlen, das kann ich nicht sagen. Ich ja, Frau Backmann. Schön. Unsere Redakteurin. Ein Bund über Herrn Stücklen. Über Herrn Stücklen? Schön. Also, der Schenkel, der sein soll, und Bundestag, den Vorsitzenden Stücklen, Freitag sein soll. Ja, schön, danke schön. Herr Ruppel, macht es. Macht Frau Beckmann. Ja. Sie hörten die Sendung heute Morgen. Noten und Notizen zum Tage.